Einsatzalarm. Wohin geht es zum Einsatz? Diese Frage wird den Kameraden der Hauptfeuerwache Pirna jetzt sekundenschnell beantwortet. Und das hör- und sichtbar. Von der Leitstelle in Dresden, die sämtliche Einsätze koordiniert, kommen die Informationen jetzt auf neuen digitalen Wegen nach Pirna. Wir sehen dann auf dem Bildschirm hinter uns, welche Fahrzeuge alarmiert sind und eine Durchsage vom Band gibt nochmal wieder, was zu welchem Einsatz rausfahren muss und was tatsächlich passiert ist an der Einsatzstelle. Gerade bei Großeinsätzen vereinfacht das neue System die Koordination der Rettungskräfte. Die gute alte Magnettafel in der Befehlsstelle Pirna hat also bald ausgedient. Bei Großschadenslagen wurden bis jetzt die ortsfeste Befehlsstelle alarmiert. Da sind Führungskräfte von den ehrenamtlichen Kameraden hier eingetroffen und haben eine ortsfeste Befehlsstelle eingerichtet. Das heißt, wir haben dafür vorbereitete Tafeln mit Magneten drauf. Auf den Magneten stehen die Fahrzeuge und andere technische Mittel, die der Feuerwehr zur Verfügung stehen. Und die wurden dann den tatsächlich schon stattfindenden Einsätzen zugeordnet. Das neue Leitsystem hat vor allem zwei Vorteile. Es beschleunigt die Ausrückzeit und sorgt für eine geringere Fehlerquote. Alle notwendigen Informationen über Personalanzahl und benötigter Technik werden gut sichtbar für jeden Kameraden angezeigt. Aktuell ist die Hauptfeuerwache Pirna mit dem neuen System ausgestattet. Die anderen Wehren der Stadt werden folgen. Perspektivisch wird die ortsfeste Befehlsstelle, die in Pirna angesiedelt ist, mit der Technik ausgestattet, sodass bei Großschadenslagen die Feuerwehr Pirna ihre Einsätze selber disponieren kann und die Leitstelle damit entlastet werden kann. Und bis zum Jahresende sollen auch alle Ortsfeuerwehren an das System angeschlossen werden mit der entsprechenden Technik, sodass alle Kameraden, ob freiwillig oder hauptamtlich, das System nutzen können. Die neue Software wird von der Leitstelle Dresden zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die Hardwareausstattung übernimmt die Stadt Pirna.